Ja, genau, genau. Piggyback an deiner Kasse. Aber ihr könnt gespannt sein. Yo, yo. Yo, 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 yo. Ah. Moin Mädels, moin Jungs. Herzlich willkommen zum... Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog aus der Musikreihe. Ne, ist ja gar nicht der erste, aber man muss dazu sagen, ich habe ja dieses Jahr angekündigt, dass ich Musik machen werde oder dass ich Musik machen möchte und dass wir da dieses Jahr auf jeden Fall noch dran arbeiten werden. Da gab es hier so ein krasses Teaser-Video damals mit Daniel Hannes, heißt er, aus Hannover, da haben wir da schön hier diesen Clip gemacht. Ich habe nochmal gebaut und ich würde sagen, wir können mal reinhören. Ja. Das klingt ja, ja wunderbar. Ja, super. Ja, geil. Ja. Naja, und ja, vielleicht habt ihr ja mitbekommen, dieses Jahr war alles nicht so easy. Aber dafür fahre ich jetzt heute los. Ich fahre jetzt nach Castrop-Rauxel zu Daniels Tonstudio, da wo wir auch Castrop-Spandau aufgenommen haben. Und dann werden wir mal irgendwas zaubern. Von der Fahrt werdet ihr jetzt nicht viel sehen, weil drive safely und don't film the fucking driving, you know? Der 2. Wir sehen uns. Ich muss warten. Scheiße hier. Arsch. Scheiße Arsch. So, ich bin jetzt hier in Herne angekommen, am Parkhotel. Ich werde jetzt kurz einchecken und dann zeige ich euch das Zimmer. Und dann muss ich schnell rüber zum Studio. Ich bin richtig spät dran. Es ist 3 Uhr. Hier. 15 Uhr. Wollte schon vor 2 Stunden hier sein. Super. Da sind wir. Schön 4 Sterne habe ich mir gegönnt. Weil nach der letzten Scheiße im Days Inn Hotel hier in Castrop, Bochum, Rauxel, Dortmund. Das war nichts. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Wie komme ich hier raus? Ja. Wo bin ich hier? Morgen. Das ist ja ein toller Laden hier. Hier kann man richtig nice scheißen. Und das sieht aus, als würde das funktionieren mit der Dusche. Ja, ich bin sehr glücklich. Ist sogar schick. Lampen, Wand. Ja, oh, ich habe sogar Balkon. Ich mache mir jetzt schnell frisch und dann schnell ins Studio. Hier ist sogar ein Fußballplatz. Sieht man das? Fußball, ne? Klasse. Ja, ich werde jetzt, wie gesagt, schnell machen und dann... Geht's rüber. Ich gehe jetzt rüberfahren ins Studio drin und dann sehen wir gleich den Daniel und dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Yo, wir sind da. Jetzt gehen wir endlich rein. Den ganzen Tag hier unterwegs gewesen mit der geilen Karre. Reicht auch jetzt für heute. Da steht schon dran, Tonstudio. So. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Hallo. YouTuber, ne? Ja, ja, hier. Deswegen hier, komm mal. Genau, okay. So, Daniel, was machst du denn da Schönes? Ja. Ist das für eine Seite oder muss man sich da... Das nennt sich Splice. Ja. Das ist eine Online-Bibliothek für Samples. Ja, wir werden jetzt hier so ein bisschen machen. Ihr werdet so ein bisschen sehen. Da wackeln die Wände, du. Ja. So, wer bist du denn eigentlich? Ja, hey, ich bin der Sebastian. Alles schön an der Wand. Du machst auch Mucke, ne? Ich machst ja mit Katzensachen, ne? Katzen schreien. Ich finde das nicht so. Also, Katzen sind jetzt nicht so mein Lieblingstier. Natürlich. Wie habt ihr euch das mit dem Namen ausgedacht? Wie kam das? So Serien geguckt und dann ist da so eine Serie rumgelaufen, ne? Und im Fernsehen drin. Und habe gesagt, so, ey, wäre voll geil, so zu heißen. Und Pizza ist halt auch cool. Ja. Bei Katzen kann man sich so ein bisschen streiten, so. Ja. Aber Samurai sind auch cool. Ja. Ninjas auch. Ja, ja. Aber Ninja Pizza Cats, ja. Klingt nicht so geil. Ja, ja. Samurai sind schon ein bisschen cooler. Ja. Ihr habt ja in hier, Rollercoaster Park, habt ihr da was ja, gedreht, ne? Ja, im Movie Park, im Bottrop. Ja, genau. Der Outcast haben wir da. Ja. Ja, cool. Und wie läuft mit Album? Sind wir dran. Vermutlich noch, sagen wir das schon. Aber 23 kommt dann das Album, ja? So ist habt ihr schon, dran. Also, aber ist noch nicht fertig. Ist in der Mache. Noch nicht fertig, ja. Aber in der Mache. Wir sind ganz gut dabei, tatsächlich. So, wir haben jetzt
ein Gerüst, sag ich jetzt mal. Ne? Jetzt machen wir erstmal Happa Happa. Gut, wir machen jetzt Essen. Und dann sehen wir dich wahrscheinlich erst später im Hotelzimmer oder so. Ne? Tschüss. Ach so. Hallo, da bin ich. Ich bin jetzt quasi 3 Nächte hier. Heute ist Freitag auf Samstag, Sonntag, Samstag. Also heute Freitag auf... Ich bin bis Montag hier. Wir haben jetzt heute schon super viel geschafft. Ich habe jetzt so ein paar Sachen vorhin schon aufgenommen. Ihr habt vielleicht schon ein paar Eindrücke bekommen. Ja, basically ist es so, dass wir dann eine Pause gemacht haben und eigentlich nur kurz essen wollten. Habe ich ja vorhin erzählt. Dann hat Daniel den Schlüssel für das Studio im Studio liegen lassen. Wir kamen dann nicht wieder rein. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen morgen weiter. Wir wollen quasi Rentneraktivitäten cool machen. Also sowas wie, ich gucke aus dem Fenster mit so einem Kissen und beobachte die Straße. Oder vor allem so Altersheim-Sachen, so, keine Ahnung, Bingo-Club oder ne, Kaffeefahrten und all solche Sachen. Und das dann aber irgendwie in so einem Rap-Techno-Metal-Beat. Also es ist sowieso total bunt wieder. Und dann werde ich gleich tatsächlich so in einer Stunde oder so noch ein bisschen schreiben. Ich habe einen Tweet gemacht, wo ich dann euch auch mal gefragt habe, was sind denn so typische Rentneraktivitäten? Da sind auch jetzt schon zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr lustige Sachen drunter geschrieben worden. Es wird jetzt kein Community-Song oder so, aber ich dachte vielleicht einfach so als Denkanstoß da mal was mitnehmen. Fand ich ganz cool. Das Coole ist auch irgendwie, basically ist das Musikvideo schon fertig, weil wir wissen schon, wie das aussieht. Da werde ich irgendwie auch mich einfach als Rentner verkleiden und in einem Rollstuhl durch eine Disco fahren oder so oder ja, irgendwelche coolen Tänzer tanzen um mich rum. Das wird lustig. Ich habe hier gefragt, was sind typische Rentneraktivitäten? Und die Leute, die haben kommentiert ohne Ende. Also da gibt es einiges, was ich da dann jetzt auch nutzen kann. Und da wird jetzt reingehackt. So, ja, es ist jetzt 22.46 Uhr. Ich bin jetzt ungefähr seit 2 Stunden hier so ein bisschen am Überlegen und am Machen und am Tun. Und es ist auch schon sehr weit. Also ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe es geschafft, Rentner mit ihren Klischees cool darzustellen, aber auf eine sehr humoristische Art und Weise. Also ich lese mal vor. Wir zünden Bengalos auf der Kaffeefahrt. Zeitung zu spät, ich rufe deinen Vater an. Den Müll in meinem Garten melde ich dem Ordnungsamt, egal was immer du auch tust, ich komme immer vor dir dran. Also ich muss sagen, das wird sich dann im Song auch noch besser anhören, auch wenn das jetzt vielleicht ein 100%iger Reim war. Das wird man dann im Song aber auf jeden Fall hören. Aber da werde ich Daniel auch morgen noch mal ein bisschen auf den Sack gehen müssen, weil die Melodie und wie das so aufgebaut ist, das fühle ich nicht zu 100%. Und ich möchte sagen, dass ich ein gutes Gehör für kommerzielle Scheiße habe. Und das ist noch keine kommerzielle Scheiße. Und da wollen wir aber irgendwie hin. Also wie Castrop Spannung ist einfach ein Banger. So, ich mach noch ein bisschen weiter, ne? So. Ich bin jetzt schon wieder im Studio, Daniel ist kurz draußen. Ich habe gerade den Text gezeigt. Er findet's mega geil. Wir gehen jetzt gleich in der Gesangskabine. Dann rappe ich mal ein bisschen ein. Ihr kriegt das auch mit. Toll, ne? Also freue ich mich. Bis gleich. Ich hasse es. Ich bin self-made und spare mein ganzes Leben lang, damit ich niemals leben kann, weil ich nichts entbehren kann. Ich bin ein Ehremann. Piggy Bank an deiner Kasse. Das Kleingeld muss weg, ich werde alles verprassen. Im Rollator mach ich Drive-By, wollt immer mal so frei sein. Scheiß auf dein Nightlife, die Fernsehgarten Primetime. Sonntags-Bingo-Lifestyle am Fensterbrett mit Weißwein. Spandauer Altstadt, dir gehört die Freizeit. Ah, hallo. Ja, wir machen gerade hier tolle Sachen. Und spar mein ganzes Leben lang, damit ich niemals leben kann, weil ich nichts entbehren kann. Ich bin ein Ehrenmann. Piggyback an deiner Kasse. Das Kleingeld muss weg, ich werde alles verpassen. Und dazu mach ich Drive-By, wollt immer mal so frei sein. Scheiß auf dein Nightlife, die Fernsehgarten Primetime. Sonntags-Bingo-Lifestyle am Fensterbrett mit Weißwein. Spandauer Altstadt, hier gehört die Freizeit. So, Sebastian, du hast ja jetzt, heute bei der Session schon einiges mitbekommen. Ja. Wie gefällt dir denn der Song? Für Gold, ne? Und Daniel, wird's ein Hit, oder? Das wird ein Hit. Das nenn ich echtes Gold, Digga. Ich sabber alles voll, Digga. Ecke sind nur Gold, Digga. Aber ihr könnt gespannt sein. Ansonsten haben wir heute schon wieder ein gutes Stück vorangebracht. Uns fehlt jetzt noch ein Refrain. Ja, der war gerade geiler. Aber auch in der gleichen Melodie, ne? Ja, genau. Meine Mädels, meine Jungs, Tag 3. Es gab jetzt gestern kein richtiges Update mehr, weil wir waren dann essen. Und dann hat sich tatsächlich mein Kopf auch so ein bisschen verabschiedet von der Nasen. Nebenhöhlenentzündung. Die kickt jetzt gerade noch mal richtig schön rein. Ist ein bisschen schade natürlich, jetzt gerade wo ich hier bin. Bin aber trotzdem sehr froh. Weiß jetzt nicht, ob das gestern schon so durchkam.
dass wir den ersten Song jetzt auf jeden Fall fertig haben. Da fehlt noch hier so ein bisschen Feintuning und da kann man noch so ein paar Sachen einsingen und bla. Und heute werden wir da auch noch ein bisschen dran arbeiten. Der Sebastian, den ihr jetzt auch schon im Video gesehen habt, von den Samurai Pizza Cats, der wird jetzt wahrscheinlich meinen Refrain auch nochmal singen. Einfach damit das ein bisschen voller wird, ein bisschen mehr Volumen bekommt, Digga. Und ja, ich sitze jetzt hier auch, ich habe übelste Kopfschmerzen von diesem ganzen Nebenhöhlenscheiß. Problem ist auch irgendwie, ich kriege keinen, habe jetzt nicht so kurzfristig einen Arzttermin bekommen, weswegen ich jetzt ja, einfach noch warten muss. Und im schlimmsten Fall muss ich da tatsächlich auch noch operiert werden. Und das drückt jetzt hier alles rein. Es sucked ass like nothing else. Ansonsten wollen wir aber heute auch noch mal ein bisschen am nächsten Beat arbeiten, an der nächsten Instrumental, weil das wird dann wahrscheinlich der Song, mit dem wir dann auf die 257ers zugehen wollen. Wir haben uns mit, oder ich habe mich mit den 257ers kurz geschlossen. Die einfach mal gefragt, ob die Bock hätten auf ein Feature. Die haben gesagt, ja, machen wir, melde dich einfach, wenn es soweit ist. Das soll jetzt quasi der Einstieg sein. So, das habe ich ja auch noch nie gemacht. Einfach auf wildfremde Leute dazugehen. Das ist ja gar nichts für mich. Naja, und wir suchen auch gerade noch so ein bisschen nach einer Sängerin, beziehungsweise einfach nach einem weiblichen Act, weil wir Bock haben, natürlich auch unser Feld ein bisschen breiter aufzustellen. Jetzt bin ich mal wieder hier da am Studio angekommen. Es ist halt sehr, sehr cool. Also das muss man dazu sagen, ich bin sehr, sehr happy darüber, dass das jetzt alles geklappt hat und wie das alles läuft und wie das alles cool ist und alles nice ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut das jetzt hier alles so rüberkommt. Ihr sollt mir aber bitte mal unbedingt in die Kommentare schreiben, was ihr euch bei solchen Vlogs noch mehr wünschen würdet. Weil ich will jetzt auch zum Beispiel so einem Daniel, will ich nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen und sowas. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ich will, dass wir hier natürlich auch produktiv sind. Aber ich als YouTuber bin ja euch auch so ein bisschen gegenüber, sag ich jetzt mal, verpflichtet schon fast, sag ich, da auch für euch eine Dokumentation bei rumkommt. Ne? So, und auch für mich selber, damit ich einfach mal gucken kann, wie das so gelöbt hat. Deswegen sagt mir da auch gerne mal Bescheid. Und jetzt geht's in den letzten Tag 3 der Session. Ja, der Daniel ist hinter mir am Machen. Wir sind jetzt schon dabei, den nächsten Beat zu bauen. Die Grundidee ist so ein bisschen Dinge, die man beim ersten Date nicht tut. Also das auch wieder so wie jetzt bei dem Rentner-Song, alles ein bisschen extremer darzustellen. Ich habe auch tatsächlich wieder einen Tweet gemacht. Da kommen schon wieder sehr, sehr lustige Sachen rein. Dinge, die man beim ersten Date nicht macht. Von Unlucky Me kam direkt erstmal Mord. Das finde ich aber sehr, also es hat sehr, sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Dann gibt es aber auch hier so ganz entspannte Sachen wie mich zu Hause zu treffen. Nicht jeder muss direkt wissen, wo ich wohne. Aber ich finde, sowas kann man halt auch alles richtig gut verarbeiten. Also ich habe da mega Bock drauf, dass ich so die Leute von euch oder also eure Kommentare in sowas mit einbinde. Aber nicht eins zu eins so mit der Aussage, sondern einfach nur ja den Sinn hinter der Aussage nehmen und den dann im Text zu verarbeiten. Das macht mir mega viel Spaß. Ich habe meine Kopfschmerzen, die mir gerade richtig auf den Sack. Aber ich bin trotzdem gut drauf und habe auf jeden Fall Bock, jetzt noch ein bisschen was zu machen. Ich halte euch auf dem Laufenden, ne? Bussi auf Bauchi, ihr kleinen Stinker. Ich bin Rentner, früher war das immer so. Scheiß auf Zukunft, da bin ich doch eh schon tot. Ich bin Rentner, mir gehört der ganze Park. Doppelherz, Doppelkorn, jetzt mach ich die Nachts vom Tag. Bist du zu groß dafür, oder? Ich bin Rentner. Das klingt aber auch schon richtig hohl. Das klingt aber auch richtig hohl, das ist gut. Das muss so. Das muss auch so. Ja. Rentner sind ja auch jetzt nicht die intellektuell stärksten. Mach mal, ich bin Rentner. Und den kratze ich. Ich bin Rentner! Ich habe noch mal eine wichtige Frage auch an dich. Ja. Jetzt, wo du das hörst mit dem Rentner-Song. Ja. Was ist der Punkt, wo du sagst, ja, da sehe ich mich? Gibt's da eine Textzeile, wo du jetzt sagen würdest, das trifft den Nagel auf den Kopf? Für deine eigene Planung auch vielleicht? Für meine Rentnerplanung später machen. Ist ja noch nicht mehr so weit hin auch. Ne? Also zum Beispiel mit dem Doppelherz? Nee, ich trinke auch keinen Alkohol. Ja, aber Doppelherz ist ja kein Alkohol. Ja, aber dann Doppelkörn gehört ja auch dazu. Also ich glaube, ich sehe dich tatsächlich mit so schön irgendwann auf der Terrasse, Fußbad. Guckst dir die Bäume an. Ja, und lecker über die Kinder, die da spielen. Aber willst du Kinder haben? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Ah, aber die würde ich auch anmeckern. Eine Person, so ein Ordnungsamtrufer. Wir haben, also unser Nachbar ist tatsächlich genau das. Also der ist einfach der Song quasi. Dein Nachbar? Wirklich, ja. Das ist so einer, der hat früher die Kinder von der Straße weggeschickt, weil die da mit Kreide gemalt haben und stand dann da mit so einem Putzeimer, hat gesagt, die macht das jetzt weg, obwohl das eine Spielstraße ist. Die klopfen bei uns an und geben uns diese Filzdinger, die man unter Stühle macht, weil wir die Stühle so laut hin und her schieben. Kein Scheiß. Also
Das kann ich auch nicht. Als wir da eingezogen sind, auch, also da habe ich wirklich Nagel in die Wand gehauen an einem Sonntag. Wie kann ich nur? Aber es war ein Nagel und es hat wirklich 10 Sekunden danach hat es gestellt bei uns. Das ist ja auch anstrengend, so, ne? Ja, es ist total. Also, aber das ist doch perfekt. Also dann habe ich ja, haben wir ja hier auch tatsächlich das Klischee 100%ig bedient. Also beim ersten Konzert ist dann alles voll mit Hildegards und Uwes in der ersten Reihe. Wie heißt der denn? Bestimmt Manfred. Ja, nein, wirklich. Ja, ja. Ja, du lachst. Der heißt, ja, der heißt Manfred. So, ja, wir haben jetzt für den neuen Song schon einiges fertiggestellt. Ja, ihr hört es jetzt schon. Es wird gefühlvoll. Wir haben tatsächlich jetzt ein bisschen rumprobiert, ein bisschen geschaut. Wir haben jetzt was Romantisches rausgesucht. Wir wollen ja mit den 257ers noch den Song machen. Das wird wahrscheinlich der. Also da wird es wahrscheinlich jetzt so ein bisschen gefühlvoller. Ja, das Thema wird Dating sein. Und Dinge, die man beim ersten Date halt nicht macht. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erzählt. Auch die ganzen Herzen von euch in... auf meine, also an mich tragen. Ich glaube, ihr werdet mich alle dann lieben, nachdem ich diesen Song dann auch an euch getragen habe. Dazu werden wir dann aber zum anderen Zeitpunkt noch ein bisschen mehr sehen. Entweder wird es dazu noch ein zweites Video geben oder wie auch immer. Wir müssen natürlich erstmal gucken, wie das hier alles so läuft. Wir haben jetzt 2 Songs angefangen. Einer ist jetzt basically auch gerade fertig geworden. Bin ich auch sehr happy drüber. Und das wird auch mein erster Solo-Song, dieser Rentner-Song. Und das hier ist der Teil von dem neuen. Es ist gerade auch sehr uplifting hier vom Feeling, ne? Also, danke fürs Einschalten. Ich liebe euch alle. Und wir sind froh, dass ihr dabei seid. Macht's gut, euer Kalle Kuh Scheiße.